Erinnerst du dich an die Frau, die dich so verstanden hat, die du begehrt hast, die all die tollen Sachen gemacht hat, die dich im Bett zum Kreischen gebracht haben? Diese Frau ist verschwunden, sobald Kinder ins Bett gerückt sind. Puff. Kann ich was zu trinken haben? Kannst du mir ein Schlaflied singen? Ich schaff das, solange sie nicht mit dem Minivan anfängt. Du solltest dir ein Minivan holen. Jason liebt unseren, oder Jason? Können wir wieder über Sport reden? Ja, es könnte schlimmer sein. Ich meine, sie will dich nicht sterilisieren lassen, oder? Du weißt, wie viel mir das bedeutet, stimmt's? Da sind sie ja. Zwei davon. Gut zu wissen. Weich, eher klein. Du würdest das doch auch für Daisy tun. Auf gar keinen Fall. Oh, komm, was? Schneidet mir da unten gar nichts ab. Niemals. Nach all dem, was ich für dich durchgemacht habe, wirklich? Ihr Hausarzt hat uns ihre Blutwerte geschickt und die sind normal für einen Mann in ihrem Alter, der keinen Sport macht. Glückwunsch. Sie sind ein durchschnittlicher Kandidat für eine Vasektomie. Oh. Sagt mir bitte und verschont mich nicht. Was habe ich getan, um das zu verdienen? Sie greift dich an drei Fronten an. Minivan, Vasektomie und Sex. Sie ist schlau, Mann. Sie ist sehr schlau. Ich würde liebend gerne sehen, wie ihr eine Woche lang im Monat aus euren Schwänzen blutet. Weißt du, was du hast und recht. Wisst ihr, was wir noch nicht mal erwähnt haben? Die Geburt okay, eines Kindes. Nimm es einfach wieder zurück. Gott! Hey, wir haben ihre Eier gefunden! Was sie tun müssen, ist entweder Ängste überwinden und ihr langweiliges Eheleben zu akzeptieren oder es lassen. Ich lege den Termin für den Eingriff auf Montag. Montag? Dann ist ihre Frau beruhigt. Sie haben eine Woche Zeit, sich zu entscheiden. Bettfall! So oder so. Kaufen Sie schon mal genug gefrorene Erbsen. Sind gut für die Schwellung. Okay. Vielleicht verschieben wir die Vasektomie einfach. Und dann wird hier vielleicht alles wieder wie vorher. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas wieder wie vorher wird. Kinder, geht bitte in eure Zimmer. Daddy bekommt jetzt was zu hören.